Greifswald, 24. März 2021. Im Gebäude der alten Mensa am Schießwall wird ein Antigen-Schnelltestzentrum eröffnet, in dem man sich ab sofort kostenlos auf Coronavirus-Antigene testen lassen kann. Dass das geklappt hat. Das Testzentrum ist jetzt eröffnet. Es kann online gebucht, Termine gemacht werden und wir hoffen, dass wir dadurch einen Beitrag leisten, dass Öffnungsschritte möglich sind, denn es wird dazu kommen, dass nur getestete Personen bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen können. Und dazu müsste die Struktur sein. Als Stadt zusammen mit der Universitätsmedizin und Vitenhof haben wir diese Struktur jetzt geschaffen. Und dafür bedanke ich mich bei allen Beteiligten, dass das wirklich in wenigen Tagen auf die Beine gestellt worden ist. Und wenn wir uns selber eine Perspektive geben wollen, dass wir wieder einkaufen gehen können, dass wir verschiedene andere Dinge machen müssen, dann brauchen wir ein Testzentrum. Wir sind jetzt froh, dass das jetzt hier losgehen kann. Um sich testen lassen zu können, muss man vorher über die Website der Universitätsmedizin einen Termin vereinbaren. Der Link dazu sowie zu weiteren Informationen befindet sich in der Videobeschreibung. Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich. Das Zentrum soll montags bis samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet sein. Nächste Woche ist dies nach jetzigem Stand aufgrund der bundesweiten Ruhetage am Donnerstag und Samstag nicht möglich. Alle, die sich in der folgenden Woche dort testen lassen wollen, müssen dies also bis Mittwoch getan haben. Das Testergebnis erhält man noch am selben Tag.